Anweisungen. Was sind nun Anweisungen in der Hamstersprache? Zunächst hier das Syntaxdiagramm für Anweisung. Eine Anweisung ist im Moment ein Grundbefehl. Da wird gesprungen in das Syntaxdiagramm Grundbefehl, was wir ja gerade kennengelernt haben. An dieser Ziffer erkennen Sie, aber in den nächsten Unterrichtseinheiten wird das immer weiter erweitert, um weitere Möglichkeiten, Anweisungen zu definieren. Eine Anweisungssequenz ist nun eine Folge von Anweisungen. Das wird hier durch den Pfeil ausgedrückt. Es können also mehrere Anweisungen hintereinander stehen. Eine Anweisungssequenz kann aber auch leer sein. Die Semantik einer Anweisungssequenz ist die, die Anweisungen der Anweisungssequenz werden nacheinander ausgeführt. Das heißt, besteht die Anweisungssequenz beispielsweise aus den zwei Grundbefehlen vor und linksum, dann wird zunächst der Bevor-Befehl ausgeführt und dann der Linksum-Befehl.